So, heute wollten wir eigentlich in den Park, aber das hatte sich dann wohl doch erledigt, weil da etwas dazwischen gekommen ist, was mir nicht so gut gefallen hat, aber mein Bruder hatte anscheinend Spaß. Naja. Ich werde jetzt mal gerade die Kette ölen nehmen. Glaube ich hier so mit Kettenöl. Damit werde ich die Kette jetzt noch behandeln und dann werden wir heute erstmal eine schöne lange Tour machen. Wird heute nicht so anstrengend, denke ich mal, weil es teilweise ja nur durchs Tal geht und geradeaus, ne? Von daher kann ich die Dämpfer mal hart stellen hier. Nach Schildkröte drehen. Fehlen aber. Schildkröte ist da. Weil es geht ja geradeaus. Und da ist es scheiße, wenn da jedes Mal die ganze Kraft, die man tritt, in den Dämpfer geht. Neue Handschuhe haben wir auch. Oder habe ich auch. Neues Jersey habe ich auch. So. Gut, wir fahren jetzt erstmal bis nach Kall. Und dann gucken wir von da aus mal weiter. So, wir sind jetzt in Kall angekommen. Ich denke mal, von hier aus geht es jetzt Richtung Sötenich. Auch wieder so schön durchs Tal. Bis jetzt waren wir nur Asphalt, den wir gefahren sind. Aber gleich müsste es auch Schotter geben. So, wir sind jetzt in Sötenich. Geht es über die Oft und da hinten geht es weiter. Und hier ist der Zug, mit dem wir nachher zurückfahren. Naja. Wir fahren jetzt Richtung Oft. Auch asphaltierte Straße. Eigentlich nichts Spannendes. Immer weiter über Asphalt. Ein bisschen bergauf hier. Aber schön durch den Wald. Ach ja, und die Route zum Nachfahren, die gibt es dann in der Videobeschreibung bzw. auf unserer Internetseite. Da ja, dann viel Spaß. Hallo. Hallo. Gut, jetzt geht's weiter durch dieses Tal hier über den Asphaltweg. Naja, macht mein Reifen jetzt nicht gerade. Begeistert meine Reifen nicht gerade, aber naja, einmal kann man ja auch mal so eine Tour fahren. Und das tut meinen Reifen schon besser. Na Jenny! Der Boden gefällt unseren Reifen schon besser. Gut, jetzt ist es ab nach Nettersheim und dann gucken wir mal, wie es von da aus weitergeht. Wir haben gerade so Leute überholt, die, also so Wanderer überholt,
Und ihr kennt ja die typischen, ich weiß nicht, ob ihr kennt, aber bei uns gibt es die typischen Wanderer, die es auch in Österreich gibt. Mit Sack und Pack und allem hier entlang laufen und haben die ihre komischen Trekkingstöcke dabei. Ich finde diese, auch das Phänomen gibt es auch in Österreich. Die Leute, die verhaspeln sich so mit ihren Stöcken und ich finde die Stöcke überhaupt gar nicht passend, weil wenn man jetzt über einen Gletscher läuft oder so, ja okay, dann kann man die Stöcke benutzen oder wenn man bergab läuft. Aber für geradeaus zu laufen, finde ich die total Quatsch, die Stöcke. Man kann ja diese Trittsicherheit, die kann man ja trainieren. Wenn man diese Stöcke die ganze Zeit mitnimmt, dann trainiert man dieses hier überhaupt nicht. Die Händler, die verkaufen einen den ganzen Scheiß und die Leute kaufen das auch noch, ne? Klar, ich biete die Stöcke dann im Set für 30 Euro an, sagt, die Leute müssen die Stöcke haben. Dann kaufen die die, weil die Leute einfach keine Ahnung davon haben. Aber wenn man sich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzt, dann weiß man, wo man die Stöcke braucht und wo nicht. Gut, wir fahren immer noch den Waldweg entlang hier. Wenn wir in Nettersheim angekommen sind, melde ich mich nochmal. Bis gleich. Ich glaube, hier ist auch Neuland für mich. Naja. Nee, ich glaube, ich bin überrascht. Ab hier an ist auch Neuland für mich. Hier bin ich auch noch nicht hergefahren. Tja, wir sind jetzt mitten zwischen, also wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Blankenheim, genau zwischen Nettersheim und Blankenheim und genießen gerade diese Aussicht hier. Also Aussicht ist schon beeinträchtigend hier, auch wenn man, oder was beeinträchtigend, beeindruckend, toll. So den Radweg entlang, ne? Schon schön hier. Aber wir haben noch ein Stück zu fahren. Wir sind am Überlegen, ob wir von hier aus, wir müssen ja hier an der Bahntrasse entlang fahren, ob wir von hier aus Richtung Kronburg fahren, zum Kronburger See und da eventuell mal entspannen und dann mit dem Zug zurückfahren. Naja. Jenny ist gerade da hinten Fotos machen. Wir gucken jetzt mal, wie weit wir noch mal kommen. Und dann melde ich mich nochmal. Tschö. Die ist nämlich hier. Bei Schmidtheim, da ist auch ein Bahnhof. Dann sind wir einmal komplett die Oft entlang gefahren. Ja, dann machen wir das. Wohl bis Dahlem sind ja auch nur noch 13 Kilometer. Bis Dahlem kann man auch fahren. Mal gucken, ob in Dahlem ein Bahnhof ist. Ist in Dahlem ein Bahnhof? Ja. Dann essen wir in Dahlem ein Bier, trinken ein Bier und essen ein Eis und fahren wir zurück. Ja. Hallo. Wir sind jetzt an Blankenheim vorbei. Das nächste Ziel ist Dahlem, das ist aber auch hier. Quasi da hinten. Da hinten ist das. Ein paar Schäden, das geht auch. Machen wir auch mal. Ach, guck mal, der Baum da.
Meinst du, wie alt der Baum schon ist? Wir sind nämlich hier sehr nah. Aua, an der Dahlemer Binz. Wir dachten sich auch, mit dem spricht der denn? Da wollen wir hin. Oder warte mal. Ja, geradeaus. Eis. So, wir sind jetzt in Dahlem angekommen. Hier ist so ein, keine Ahnung, so ein wunderschöner Teich zu sehen. Guck mal, da ist sogar ein roter, zwischen den anderen ist da ein roter Fisch bei. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich hoffe mal. Auf jeden Fall ein ganzer Schwarm und ein roter. Guck mal hier, Jenny. Ein ganzer Schwarm und ein roter. Ja, und nachher geht's mit dem Zug wieder zurück nach Kall. Und wir haben jetzt gute 35 Kilometer in 3 Stunden geschafft. Na gut, wir haben ja auch ein bisschen angehalten. Bisschen gefilmt, ne? Bisschen Fotos gemacht und so. Und ich setze mich jetzt hier hin und dann wird erstmal eine Runde gechillt. Gut, und jetzt gleich gehen wir noch ein Eis essen und vielleicht noch ein Bier trinken. Hat er nur eins? Wir doch auch hin. Wir sind gefahren 36,63 Kilometer. Das war natürlich jetzt ein Basistraining laut Uhr. Maximalfrequenz, Herzfrequenz 155, Kalorien 1800, Fettanteil 54%. Ja. Und jetzt haben wir uns getroffen. Jetzt haben wir natürlich keinen Öffner. Swish, swish, swish. Another one in the basement.